Land voller Punks und Säufer. Sucht Deutschland den nächsten Super-Amokläufer. In der nächsten Staffel suchen sie den Super-Kinderschänder. Und wenn sie ihn gefunden haben, sucht Deutschland den Super-Penner. Und im TV werden Menschen geehrt. Und ich habe schnell gemerkt, hier läuft irgendwas verkehrt. Denn die Kids sitzen vor der Konsole von Sony. Und die anderen teilen immer noch das Video von Kony. Und sie merken nicht, dass sie damit Propaganda machen. Kleine Kinder nähen unterdessen jetzt unsere Anti-Sachen. Weitermachen, einfach lachen, sich das Leben einfach machen. Mit gepackten Reisetaschen auf in Richtung Heimat machen. Beifall klatschen, wenn ein Promi einen Preis gewinnt. Obwohl die gesamte Welt Prominenz nach Scheiße stinkt. Scheiße schwimmt oben und ich sehe darin keinen Sinn. Ich hoffe einfach, dass wir hier bei einer Meinung sind. Was haben wir schon gelernt? Damals aus Hiroshima, aus Tschernobyl, Tsunamis oder auch aus Fukushima. Nichts, denn niemand zieht daraus die Konsequenzen. Wir ziehen nur Landesgrenzen, denn wir sind moderne Menschen. Und wir werden dumm gehalten durch Hartz IV und Fernsehen. Einfach stumm geschaltet, niemand kann sich ernst nehmen. Doch wir verstehen erst den Sinn, der dahinter steckt. Wenn er uns erklärt wird von Tutorials im Internet. So ein Dreck, einfach alles ist verwanzt. Wir wählen schwarze Präsidenten und nennen's dann Toleranz. So ein Ranz, die Menschheit verliert langsam Haus hoch. Atomkraft, nein danke, auf Kleber, auf Autos. Machen euch nicht zu gottverdammten Weltverbesserern. Ihr habt's doch selber in der Hand, unsere Welt zu verbessern, Mann. Fangt am besten jetzt mal an, hört euch diesen Text hier an. Schaltet mal die Glotze ab und endlich eure Köpfe an.